wunderschönen guten Tag. Wir sind heute ein wenig unterwegs mit den Magneten. Das heißt, wir werden ein wenig Magnetangeln heute. Ich bin heute mit dem Augustus Pistorius unterwegs, der sich mit Magneten auskennt und ein Faible für riesige Magneten hat. Haben uns hier eine kleine Brücke ausgesucht, wo wir uns drunter gestellt haben. Trotz schönes Wetters stehen wir lieber im Schatten. Haben auch schon einiges rausgeholt. Einmal voll mit Muscheln besetzte Eisenstange. Parallel dazu haben wir hier noch mal so ein Bootsgestänge, denke ich mal. Plus natürlich die ganzen Sachen, die unser Eimer schon gefressen hat. Eine Schere, ganz viel Angelgestrüpp. Das ist mein Müll. Ein paar Korken, Bleigewichte. Also bis jetzt nichts Sonderliches. Aber wir sind ja noch am Anfang des Tages. Das heißt, es kommt noch einiges auf uns zu. Jetzt gerade mal die erste Brücke. Wir werden noch ein paar anfahren. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so rausziehen können aus den Gewässern. Bis gleich. Müll. Aha, parallel dazu jetzt noch einen zweiten Magneten. Das will der Herr Augustus das wissen. Ja, manchmal gehen die Magnete halt richtig ab, ne? Aber jetzt hat er anscheinend was dran mit zwei Magneten. Wieder abgegangen. Ja, wir haben hier heute einen doppelseitigen Magneten und einmal einen einfachen einseitigen Magneten dabei. Dachten, das reicht jetzt hier. Aber theoretisch könnten wir noch den dritten holen. Wenn zwei schon nicht helfen, etwas Großes rauszuholen. Leider nichts. Naja, wir schauen mal, was wir hier noch rausholen können und melden uns, soweit irgendein neuer Fund zu verzeichnen ist. Also, bis gleich. So, der nächste Fund. Da haben wir hier einen alten Dosenrand gefunden, aus dem Wasser gezogen, mit Muscheln besetzt. Ist natürlich Müll, wird in den Eimer geschmissen, der sich inzwischen schon ein bisschen gefüllt hat. Falls man hier mal reingucken möchte. Ja, natürlich wissen wir da nicht, was es sein könnte. Könnte von einem Boot so ein Griff sein. Hier nochmal brechstangenartiges Gestänge haben wir hier noch gefunden. Das ist natürlich keine Brechstange, aber
so geformt aus, ja. Und sehr, sehr viel Angelmüll. Angelmüll und Mass. Mit zig verschiedenen Haken und Endungen. Ey, du hast eine Glocke gefunden. Eine Glocke. Und unserem frischesten Fund der gut erhaltenen, noch funktionierenden Schere. Schnapp, bis zum nächsten Signal. So, wir haben den nächsten Fund. Der Augustus hat hier was Schönes gefunden. UFO. Unidentifizierbares Flugobjekt. Ja, wir wissen nicht, was es ist. Da wird unser Eimer mitgefüttert. Aber wir haben einen neuen Begleiter. Einen neuen Magnetbegleiter hier. Der ist sehr, sehr heiß darauf, was wir hier alles rausangeln. Oh! Okay. Das nächste Teil. Ey, aber nur Gestänge, die wir hier rausholen. Verbogener Gehstock? Weiß nicht. Was soll das sein? Sieht aus wie so ein Anlegehaken für, ja, für einen Steg. Wir schauen weiter, was wir hier noch so rausziehen können. Wir beobachten mal kurz unseren kleinen Begleiter hier, der uns auch Schritt und Tritt verfolgt. Der achtet ganz genau darauf, was wir hier rausangeln. Der ist richtig heiß darauf. Sitzt hier schon seit 10, 20 Minuten mit uns. Der kleine Mann. Hey. Na du. Wie gehörst du denn hier? Nee, der will da direkt reinspringen. Er denkt, er bekommt einen Fisch. Ja, ja, klar. Ah, wie auf der Lauer ist, ne? Der würde den am liebsten direkt rausreißen von deiner Angel. Ja, das ist doch mal ein schöner Begleiter. Auch wenn er jetzt nicht uns gehört, der Kater, wird er auf jeden Fall als hungriger Tiger. Der will direkt hier an die Fische. Aber da ist kein Fisch dran, mein Kleiner. Leider kein Fisch dran, ne? Und die Garfield-Sammlung fressen und. Ja, richtiger Garfield. Na gut, wir schauen weiter. Ja, wir haben uns an einen neuen Spot begeben. Haben uns wieder eine schöne kleine Brücke ausgesucht. Fangen jetzt erstmal seitlich von der Brücke an. Aber schaut euch mal die wunderschöne Ecke an hier, neben der Brücke. Da mussten wir uns erstmal rantrauen, wie ein Dschungel, wie ein Urwald. Da wurzelt sich hier alles ineinander. Ja, hier gucken wir mal, was uns das Glück des Magnetangelns so hergibt. Und dann sehen wir uns. Na, aber kleiner Mann. Ja, da sind wir hier am Magnetfischen und dann kommt einfach ein kleiner Fuchs zu uns. Ich würde den über gerne streicheln, ne? Aber ich glaube, der ist wild. Wie still er auch bleibt, ne? Ja, immer noch am Müll rausziehen. Haben wir jetzt inzwischen was Kleines entdeckt. Und zwar erstens hier einen kleinen Angelköder, ein bisschen mitgenommen. Und neben unserem Mamfi haben wir unseren geliebten Freund einfach nebenan. Der will hier die ganze Zeit mit uns chillen, ne? Also der geht auch nicht von uns weg, der beißt uns auch nicht. Das ist alles gut.
So, das war's dann mit der Tüte. Leider auch mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Oder lasst doch gleich ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dandrid. Peace out.